Ob es sich so anhört, wenn dein Penis bricht, wie es überhaupt dazu kommen kann und ob das Ganze bleibende Schäden hinterlässt, das erkläre ich dir in diesem Video. Also das wird mit deinem Penis sicher nicht passieren. Einen Penisbruch zu haben bedeutet nicht, dass sich dein Penis in zwei Teile teilt, denn dein Penis besitzt gar keinen Knochen. Und deshalb ist der Begriff auch irreführend. Das knackende Geräusch gibt's aber wirklich. Wisst ihr, wem das übrigens schon passiert ist? Keinen geringeren als Dieter Bohlen und dem Basketballer Dennis Rodman sogar dreimal. Eine gute Nachricht zuerst, das Ganze ist ultra selten. Ungefähr nur einer von 175.000 Männern muss wegen solch einem Ereignis behandelt werden, obwohl man von einer etwas höheren Dunkelziffer ausgeht. Denn wer gibt schon gerne zu, dass er sich den Penis gebrochen hat, beziehungsweise fachlich korrekt eine Penisruptur hat? In deinem Penis befinden sich insgesamt drei Schwellkörper. Einer befindet sich um die Harnröhre und die anderen zwei oben seitlich. Wenn du erregt wirst, füllen sich diese Schwellkörper mit Blut und sorgen dafür, dass du eine Erektion bekommst. Um die Schwellkörper befindet sich eine Bindegewebsschicht, da die Schwellkörper stark anschwillen und das Ganze unter einem enormen Druck steht. Normalerweise ist deine Erektion relativ robust. Kommt es aber nun zu einer starken Stauchung, kann es sein, dass diese starke bindegewebige Hülle um die Schwellkörper einreißt. Deshalb nennt man das Ganze auch Biegetrauma oder Schwellkörperriss und nicht Penisbruch. Meistens werden dabei die oberen Schwellkörper verletzt. Wird der Schwellkörper um die Harnröhre verletzt, dann wird meistens die Harnröhre mit verletzt. So ungefähr. Aber wie passiert das im Alltag? Es kann nur passieren, wenn du eine Erektion hast. In seltenen Fällen kann das Ganze spontan im Schlaf bei einer Erektion passieren. Das heißt, du legst dich unglücklich auf die Erektion. Oder es kann auch bei der Masturbation passieren. In über 90% der Fälle passiert es beim Geschlechtsverkehr. Konkret passiert das Ganze so: Wenn der erigierte Penis beim Sex rausrutscht und danach nicht wieder trifft, kann es sein, dass er stark gestaucht wird. Jetzt verrate ich euch mal, bei welcher Stellung das Ganze am häufigsten passiert. Am häufigsten passiert das Ganze bei der Reiterstellung, also wenn die Frau auf dem Mann sitzt. Rutscht dann der Penis ab, kommt vor allen Dingen das Gewicht der Frau noch dazu. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nichts ausprobieren sollt, sondern tastet euch dabei langsam ran. Denn ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass so eine Penisruptur schmerzhaft sein kann und tatsächlich auch langfristige Folgen haben kann. Wenn du also abrutschst, es laut knallen hörst und nach wenigen Minuten dein Penis so aussieht, sofort ins Krankenhaus. Bei so einer Penisruptur hast du im ganzen Unterleib Schmerzen, deine Erektion erschlafft sofort und durch den Riss kann es dazu kommen, dass sich dein Penis tatsächlich lila-bläulich verfärbt. Das muss nicht so krass aussehen wie bei der Aubergine, auch bei leichten Verfärbungen auf jeden Fall abklären lassen. Es kann auch sein, wenn nur ein Schwellkörper betroffen ist, dass der Penis etwas krumm ist, weil das Blut nur zu einer Seite ausfließt. Genauso kann es auch sein, dass du Blut aus der Harnröhre hast. Das Ganze ist dann der Fall, wenn der Schwellkörper um die Harnröhre betroffen ist. Also hier nochmal die Checkliste, wann du auf jeden Fall ins Krankenhaus solltest. Bist du abgerutscht und hast deinen Penis gestaucht? Hat es einen Knall gegeben? Schmerzt dein Penis? Ist dein Penis bläulich verfärbt? Ist dein Penis geschwollen und ist dein Penis krumm? Dann abklären lassen. Es kann sein, wird so eine Penisruptur nicht behandelt, dass es zu Langzeitfolgen kommt wie Erektionsproblemen, dass es kurzfristig zu Entzündungen bis hin zu Abszessen kommt und es kann sein, dass dein Penis dauerhaft krumm bleibt. Was passiert, wenn ich damit jetzt im Krankenhaus ankomme? Wichtig ist, dass wir das Ausmaß der Verletzung sehen. Das Ganze passiert mit dem Ultraschall oder, wenn wir uns unsicher sind, mit einem MRT. Hier sehen wir dann auch, welche Schwellkörper genau betroffen sind und zum Beispiel, ob die Harnröhre mitverletzt ist. Ist die Verletzung ausgeprägt, muss das Ganze auf jeden Fall operiert werden. Das heißt, der Riss in dem Bindegewebe muss wieder zugenäht werden. Ist die OP vorbei, wird der Penis noch gut verbunden und du bleibst für ein paar Tage im Krankenhaus zurück. Beobachtung. Außerdem bekommst du ein Medikament, das verhindert, dass du Erektion bekommst. Ich weiß, du hast im Moment da überhaupt keinen Bock drauf, aber es gibt ja auch noch nächtliche ungewollte Erektionen und die werden dadurch verhindert. Das Ganze ist eine etwas peinliche Situation, zugegebenermaßen, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass du mit Leuten, denen du vertraust, darüber redest, weil vielleicht hast du Ängste, dass das nochmal passiert oder dass deine Erektion dauerhaft geschädigt ist. Deswegen frisst
lässt das Ganze nicht in dich rein, sondern öffne dich. Ich will euch überhaupt nicht den Spaß und Sex verbieten. Ich will nur, dass ihr ein bisschen vorsichtig seid und denkt daran, das Ganze ist ultra selten, also macht euch überhaupt keinen Stress. Hast du weitere Fragen zum Thema Penisbruch, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an das Team der DAK Gesundheit. Weitere Themen und Videos gibt es natürlich auf TikTok von Sheila und mir bei Dr. Sex. Hat dir das Video gefallen, dann lass ein Abo hier auf dem Kanal.